E-Health, das ist möglicherweise das, was wir vor uns haben, als Graswurzelbewegung begonnen und als Revolution endend. Der Arzt ist dann schließlich nur noch einer, der die Apps am besten verkaufen kann. Sie sind gar keine Patienten mehr. Sie sind jetzt alle User. Was das heißt, weiß, glaube ich, Dr. Markus Müsch nicht am ehesten, oder? Ja, beim Patienten haben wir ein Phänomen, dass diese 80.000 Apps ja nicht irgendwie von den Krankenkassen oder von den Ärzten nach vorne gebracht worden, sondern von den Patienten. Und das Internet zeigt, wenn es keine User gibt, gibt es auch kein Geschäftsmodell. Dass man sagen muss, wenn es so viele Apps gibt, dann gibt es auch Patienten, die wollen. Ob die Ärzte oder die Krankenkassen das wollen, das sei dann dahingestellt. Wenn ich eine App bekomme, die umsonst ist und ich habe Vorteile davon und gebe meine Daten ein und so, dann muss man sich doch fragen, warum ist das denn umsonst? Wer macht das denn? Wer hat das investiert? Und was passiert denn dann am Ende? Irgendein Geschäftsmodell muss es doch geben, um den Return on Investment zu bekommen. Und dann muss man natürlich die Analyse machen, reicht das dann auch irgendjemandem zum Schaden vielleicht? Daten zu sammeln bedeutet Wissen. Wissen zu nutzen bedeutet irgendwann entsteht eine Innovation und eine Innovation bedeutet Wohlstand. Da profitieren wir alle von, ob wir als Patienten, aber eben auch diejenigen, die dann damit irgendwann Geld verdienen. Die politische Ausgestaltung unserer gesetzlichen Krankenversicherung ist überhaupt nicht dazu geeignet, Innovationen zu begrüßen und zu implementieren. Wir haben ja ein System, das auf Vertragslösungen basiert. Die Ärzte schließen Verträge mit den Krankenkassen, Krankenkassen schließen Verträge mit den Krankenhäusern und die Arzneimittelhersteller speisen sich da ein. Das ist alles ein großes Verhandlungskonzert über eine begrenzte Menge Geldes. Und das ist kein System, das ein gezieltes Innovationsmanagement macht. Sind wir als User zunächst erstmal mündig genug, um damit umzugehen? Was ist Ihr Eindruck? Ich glaube, das Problem ist die Frage, wer sagt, der Patient mündig ist oder nicht? Bis jetzt sagen die Ärzte, der Patient ist eigentlich nicht mündig, ich muss dem helfen. Jetzt kommen die Patienten mit Ausdrucken aus dem Internet. Und wenn Sie in Amerika gucken, da gibt es massenhaft Berichte von Menschen, die ganz klar sagen, mir ist das Leben gerettet worden, weil ich meinem Arzt nicht geglaubt habe. Es gibt eine sehr interessante Umfrage zum Thema, was machen Patienten, wenn sie Expertensysteme im Internet und die sind banalst im Moment genutzt haben. 27% der Patienten gehen nicht mehr zum Arzt. Ich glaube nicht, dass die alle tot sind. Die Datenschützer haben die Sorge, dass die private Welt, das, was die Bürger selbst machen, was die Patienten selbst machen, aufgrund der Kostengünstigkeit, also das Health-App bei Apple kostet ja gar nichts, ja, dass die dies vorziehen und dass die Entwicklungen hier sehr viel schneller ablaufen werden, als in der Welt, in der wir von der gesetzlichen Krankenversicherung aus Daten erheben. Ich glaube, dass wir mit dem E-Health-Gesetz, was wir auf den Weg bringen wollen, keinen großen Wurf landen werden, wenn wir nicht noch an der einen oder anderen Stellschraube etwas verändern.